can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Heute zu Gast Holger Aden in Jamison's Pub. Das war ein bisschen stressig am Anfang, ne? Du bist ein bisschen später gekommen als üblich. Ein bisschen spät dran, ja, ich gebe das zu. Also, aber ich glaube, ich bin mit 10 Minuten Verspätung, glaube ich, angefangen oder sowas. Dann, da kam mir noch ein Telefonat dazwischen, was ein bisschen wichtiger war. Von daher, ich mache das ja nicht hauptberuflich, ist ja nebenberuflich, aber umso lieber auch von daher. Aber gebe zu, 10 Minuten später hänge ich hinter einer halben Stunde wieder dran. Jetzt läuft die Lampe auch erst. Das ist ja scheiße. Jetzt habe ich so schöne Sachen gesagt. RTL und wen auch immer. Und die Lampe leuchtet gar nicht. Gut, weiter geht's mit einem Stückchen von Elton John. Auch schon über 40 Jahre alt. Nicht Elton John, der ist schon älter. Ich spiele übrigens sowieso sehr viel Musik von alten Säcken. Also entweder ganz alte Säcke, die entweder ja, alt oder schon tot sind oder beides. Und in diesem Fall eben Elton John, aber ein schönes Stück, wie ich finde, was man auch nicht ständig und immer hört, und zwar Rocket Man. Ich weiß gar nicht, ich habe mir, glaube ich, so ein bisschen angewöhnt in den ganzen Jahren, das irgendwie, ja, sicherlich auch bewusst oder unbewusst auch zu imitieren. Und will es natürlich auch möglichst originalgetreu machen, aber trotzdem den eigenen Stil sollte man auch nicht ganz verleugnen. Also wenn ich meine, ein Stück kann ich nicht spielen oder dass ich das, dass es irgendwie komisch ist, dann hoffe ich, dass ich es selbst merke oder die Leute sagen mir das. Und von daher, aber ich finde, es hat eben auch jede Musik seine Berechtigung. Also ob es ein Schlager ist, ob es Rock ist, ob es Pop ist und egal, ob es aus den 50er, 60ern bis nach heute. Also ich spiele auch alles gerne, von daher. Du machst ja überwiegend viel Cover, oder? Aber trotzdem ist es immer Holger Aden. Ja, ich hoffe, dass es immer Holger Aden ist und dass man so ein bisschen Wiedererkennungswert hat und dass man zumindest eine Stimme einigermaßen hört. Ja, das könnte wohl sein. Also von daher, es soll ja ein bisschen was Eigenes sein. Von daher, ja, ich hoffe es. Gesanglich hast du ja auch einiges drauf, sage ich jetzt einfach mal so. Hast du im Kirchenchor angefangen oder wann ging das mit der Musik los? Ja, los ging das mit der Musik schon, als ich 9 war. Also musikalische Karriere, ich habe erst Orgelunterricht, dann Akkordeon, dann erst Gitarre und habe dann auch ein paar Jahre lang Gitarrenunterricht auch gegeben. Aber gesanglich ging es eigentlich erst los so mit, lass mich nicht lügen, mit Anfang 20, wie gesagt in der Tanzband. Und 20 Jahre lang Tanzmucke, dann wird die Stimme schon, weil man die ganze Nacht ja auch durchsingt und auch alles singen muss in verschiedenen Lagen, wird die Stimme natürlich auch trainiert und das hat dann doch einen Vorteil. Jetzt habe ich selber gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich helfe gerne. Soll ich dich noch was fragen? Also von daher, ja, immer los. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier, von daher, aber nein. Also mach ruhig weiter. Ich bin bislang zufrieden mit dem Interview. Wunderbar, großartig. Was machst du, wenn du keine Musik machst? Wenn ich keine Musik mache, bin ich Makler, Finanz- und Versicherungsmakler. Also ich war 13 Jahre bei der Sparkasse und bin jetzt, wie gesagt, Finanz- und Versicherungsmakler auch schon seit 10 Jahren selbstständig und erlaube mir eben, das nebenbei noch zu machen. Und ja, es macht auch wirklich Spaß, eben die Musik dann nebenbei machen zu dürfen, um die Zeit nehmen zu dürfen. Das stelle ich mir fürchterlich widersprüchlich vor, weil das so Finanzmakler ist ein verdammt trockener Job, ne? Ja, schön, dass du das sagst. Aber das ist, ja, was heißt, also die Materie ist schon trockener, natürlich. Aber
aber ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ventil und auch, ja, dass man sich mal ein bisschen gehen lassen kann, ein bisschen rauskommen lassen kann. Obwohl ich das im Job auch immer kann bei meinen Kunden, wenn sie mich denn kennen. Aber nein, das stimmt schon. Ist schon widersprüchlich, aber ich mache es umso lieber dann auf der Bühne. Bist du auch noch mit einer Band unterwegs oder machst du das nur als Alleinunterhalter, wie das ein bisschen platt heißt? Also ich bin ja, so in diesem Format nur allein unterwegs. Hab, wie gesagt, 16 Jahre in einer Band, also in einer Tanzband, als Keyboarder gespielt. Und jetzt die letzten 4 Jahre in einer 5-Mann-Band als Gitarrist, Tanzmusik. Aber das ist jetzt, dieses Jahr ist es zu Ende. 20 Jahre Tanzmusik, das wird dir jeder Tanzmusiker bestätigen, das reicht eigentlich auch. Entweder macht man das dann, bis man von der Bühne kippt, oder man hört bei Zeiten auf. Und ich wollte lieber die zweite Variante dann wählen und mache dann eben so alleine oder vielleicht mal zu zweit oder zu dritt weiter. Aber das muss sich dann so ergeben. Ja, wie geht das? Mit allem natürlich Liebe zur Musik, dass man die Stücke, die man spielt, auch gerne mag und auch gerne interpretieren mag. Zum anderen aber auch übers Publikum. Also ich muss mir schon bei jedem Auftritt immer wieder die Bestätigung so ein bisschen neu erarbeiten oder die Bestätigung für mich selbst. Wenn ich merke, die ersten wippen mit den Füßen oder lächeln vielleicht auch mal und machen ein bisschen mit und so, dann ist der Abend schon gerettet. Dann weiß ich, okay, das so ganz verkehrt kann es nicht sein. Und deswegen, da nehme ich auch sicherlich die Energie dann raus, ganz bestimmt. Wenn man dich buchen will, dann Sollte man mich anrufen unter Telefonnummer 04941 2670. Einfach zu merken, ich wiederhole es aber trotzdem nochmal. 04941 2670, Holger Aden. Und dann geht's los. Ganz aber das geht auch irgendwie mit Social Media und elektrisch, www oder sowas? Ja, man findet mich auf Facebook auch unter dem Klarnamen Holger Aden. Und schönen guten Tag, Bekannte hier, die zufällig durchs Bild laufen. Ansonsten per Online, also hier per Mail, www, Unsinn, nicht www, holger.aden@t-online.de. holger.aden@t-online.de. Aber Homepage noch nicht. Schönen guten Tag. Kommt ruhig rein. Hier geht's, kommt alle mit aufs Bild. Nein, also Homepage gibt's noch nicht. Kurzum, das war die einige Frage. Aber Facebook unter meinem Namen und alle anderen Medien wohl. Also wir merken schon, du hast hier schon einen großen Fankreis. Ich glaube, all deine Fans sind hier gerade... Das sind alle meine Fans. Das wusste ich noch gar nicht. Aber sieht so aus, ne? Das vorzustellen. Only know you love her when you let her go. And you let her go.